Wie ihr bereits schon im Vorschaubild gesehen habt, ein neues Projekt und zwar Factorio. Da starten wir rein. Wir starten die Kampagne. Erste Schritte machen wir da. Und Level 1 spielen wir los. Das ist Factorio. Wir sind mit unserem Raumschiff irgendwo abgestürzt auf irgendeinem Planeten und müssen zusehen, dass wir hier vorankommen. Gut. Die Rettungskapsel hat mir mein Leben gerettet. Ich befürchte, die anderen hatten nicht so viel Glück. Ja, da kriege ich jetzt Hinweise. Muss ich Tab drücken, damit es vorangeht. Hier sind wir. Und wir. Du kannst das aktuelle Ziel immer in diesem Fenster finden. Ja, super. So, gut. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Und zwar durchdrücken mit. Ja, das weiß ich schon. Das ist also ein Tutorial und gar keine Kampagne. Das ist ja auch interessant. Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn ich etwas von den Wrackteilen nutzen kann. Gut. Ja, da haben wir diese 8 Platten wohl. Die nehmen wir natürlich mit. Fenster schließen. Es ist nicht weiter nützlich zu finden. Ich muss mir selbst ein paar einfache Werkzeuge herstellen. Genau, öffne das Charakterfenster und drücke E. Das haben wir schon gemacht. Und auf der rechten Seite haben wir die Baupläne. Hallo, Tab. Achso, da kam schon was Neues. Ah, da kann man sehen, wie viele Teile man braucht, um was zu bauen. So, stelle Eisenspitzhacke her. Das ist die hier ganz rechts. Und wenn wir da drauf gehen, sehen wir, dass wir eine halbe Stunde Zeit brauchen. 3 Eisenplatten, 2 Eisenstangen. Können wir dann anklicken und dann sehen wir das hier unten. Und dann werden erst die Eisenstangen hergestellt und dann die Spitzhacke. Gut, läuft. So, hier unten haben wir jetzt automatisch ausgerüstet und wir sehen das im Werkzeugslot. Gut, und jetzt können wir natürlich das Fenster schließen, ist auch klar, und dann hier anfangen, etwas abzubauen. Das sieht wie Eisenerz aus, genau. So, dann wollen wir da mal hingehen. Ja, fahr darüber, das sehe ich auch. Und dann gehen wir an das Eisennetz voran und fahren mit der Maus. Aha. Ach, da oben. Haha, da oben ist. Das ist jetzt Kohle, aber wir wollen ja ans Eisenerz. Das ist hier. So, wenn du das Maus über ein Objekt beweist, werden Informationen über den Gegenstand immer noch. Ja, das ist klar. So, jetzt müssen wir das abbauen. Den rechten Mausbutton halte ich jetzt gedrückt. 1. 2, bitte nochmal, 3 und, ja, ich glaube, meine Maus hat eine Macke oder was. Gut, nehme ich die andere, aber geht. 4. Wenn man das Eisenerz nur schmecken könnte. Naja, da müssen wir dann wieder in E reindrücken, ist klar, um dann die Baupläne zu sehen. Und dann haben wir da einen Ofen. Ja, ich habe nicht genug Komponenten. Steine brauchen wir noch. 5 Steine. Gut. Drücke ich wieder E und das sind die Steine. Gehe ich da mal hin und klopfe Steine. Vier Steine. 5 Steine. So, jetzt wieder E und jetzt kann ich den herstellen. Da unten ist er. So, ist abgelegt. Gut, dann müssen wir wieder E drücken, damit das wegkommt. Und dann kann ich ihn wählen und direkt hier irgendwo hinstellen. Ich mach's mal hier in die Mitte, weil ich das für sinnvoll halte, ne? So, öffne den Schmelzofen, drücke lefte Mausbar. Genau, da sehen wir, was wir brauchen oder auch nicht. Eisenerz. Das wollen wir schmelzen, das muss also da rein. Und dann brauchen wir natürlich nur Brennstoff. Den kriegen wir natürlich hier. Das machen wir mal. Da hier Kohle ist, nehmen wir natürlich Kohle. Ich mache auch ein bisschen mehr gleich. So, 5-mal sollte reichen. Dann gehen wir zu unserem Ofen und legen natürlich die Kohle hier rein. Ja, das wären dann Eisenplatten, ne? Ups, das war die falsche Taste, sondern E. Nee, Tab. So.
Und da sieht man, wie er läuft, und hier kommt die erste Eisenplatte raus. Ja, das war eine leichte Übung, genauso sehe ich das auch. So, jetzt muss ich die fertigen Eisenplatten da rausnehmen, lege ich die auf meine. Habe ich getan. Machen wir auch noch. Jetzt soll ich einen befeuerten Erzförderer herstellen. So, dafür gucken wir wieder hier rein, und den gibt's hier, und da ist der befeuerte Erzförderer. Kann ich nicht herstellen, weil mir der Schmelzofen fehlt und Eisenzahnrad. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal gucken, dass ich Rohstoffe kriege. Eisenplatten habe ich, Eisenzahnrad brauche ich Eisenplatten und Schmelzofen brauche ich Steine. Die fehlen mir. Gut, gehen wir wieder hoch, klopfen wieder Steine. Fünf waren das, ne? Fünf. Gucken wir wieder rein. Den können wir machen. Jetzt fehlen uns aber die Zahnräder noch. Dafür brauchen wir zwei Eisenplatten. Ich habe aber acht. Hallo, wo waren die Zahnräder? Achso, ich brauche mehrere davon. Wie viel brauchte ich? Drei Eisenzahnräder. Jetzt probiere ich mal das. So, jetzt habe ich drei davon. Ich habe den Schmelzofen. Ah, jetzt fehlen mir noch... Ach, die Eisenplatten fehlen noch, weil die brauchen wir noch. Okay. Das heißt, wir gehen hier wieder mit der Spitzhacke arbeiten. Holen uns noch Eisenerz. Fünf sollten, glaube ich, reichen, oder? Dann gehen wir wieder zum Ofen. Legen da unser Werk rein und dann sollte das auch klappen, oder? Eins, zwei und drei. Ich glaube, drei brauchten wir, oder? So, und jetzt können wir den auch herstellen. Läuft da unten links, wie man sieht, ist jetzt da abgelegt. So, der Erzförderer muss jetzt da irgendwo hin. Hier jetzt im Endeffekt oben sieht man an dem schönen Pfeil den Auswurf. Da kann man glaube ich auch drehen, aber wir machen den jetzt mal ganz einfach hier oben hin. So, jetzt brauchen wir Brennstoff wieder. Das kann ich da rausnehmen. Gehe dann da hoch. Und lege das da rein. So, und jetzt fördert er automatisch, solange er Brennstoff hat, ein Erz. Leider nicht ganz lange, weil der Auswurf gleich voll ist. So, eh wieder. Und jetzt kann ich das da aufsammeln mit F. Dafür muss ich da aber hinlaufen. So. Immer dann, wenn ich da stehe und mit F eins wegnehme, geht das da. So, jetzt muss man eine Holzkiste aber herstellen. Weil wir müssen das ja wegnehmen, ne? Und wegnehmen wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier gucken, dass wir hier jetzt Holz schlagen. Geht alles mit einer Spitzhacke. Der Baum ist schon weg. Viermal Holz. Jetzt müssen wir gerade gucken, wie viel können wir schon herstellen. Guck an. Dann da weg und da unten hin. Und da stellen wir jetzt die Kiste vor den Erzförderer natürlich. Und dann geht das automatisch weiter. So, dann können wir in die Kiste schauen und sehen, dass da Erz drin ist. Können wir rausnehmen. Wunderbar. So, ach so, wir müssen da drei Stück. Ja. So, jetzt können wir das rausnehmen. Haben wir das geschafft. Wunderbar. Heute haben wir einiges gelernt. Gut. So, jetzt müsste man den Ort ein wenig erkunden. Aber wir haben die erste Runde geschafft. So, gut. Nächster Level in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.